tolerant, offen, lebendig. Mitten in Berlin verbindet sich Qualität mit Tradition. Völkerverständigung, Solidarität und Fairness. Das waren schon immer die Grundwerte der Hartnack-Schule. Genau, dann sind wir da. Genau. Mit hohem sozialem Anspruch wird hier seit langer Zeit nach moderner Didaktik und Methodik unterrichtet. Have worked. Yeah, that's 100 Jahre Fremdsprachenausbildung sind Grund genug, um ein Jubiläum zu feiern und zurückzuschauen, wie alles anfing. Paul Emil Hartnack wurde 1891 in Barmen bei Wuppertal geboren, als Sohn eines Schuhmachermeisters und Laienpredigers. Nach Abitur und einer kaufmännischen Lehre bei Vorwerk arbeitet er 2 Jahre in der Pariser Filiale der Firma. Abends besucht er die École Universelle, um seine französischen Sprachkenntnisse weiter zu perfektionieren. Mit 22 Jahren kehrt Paul Emil Hartnack nach Köln zurück und arbeitet zunächst als Fremdsprachenkorrespondent. Längere Geschäftsreisen führen ihn wiederholt nach Belgien, Frankreich und England. Er heiratet die Trickfilmzeichnerin Sophie Stahl und wird Vater von 4 Kindern. Den Ersten Weltkrieg erlebt er in Köln. Nach einem Unfall ist er vom Kriegsdienst freigestellt. Im Jahr 1915 unternimmt Hartnack dann den schicksalsweisenden Schritt. Ein Schritt, der ihm die Richtung für sein weiteres Leben vorgibt. Inspiriert von seinen hervorragenden Französischkenntnissen, beginnt Hartnack 1915 in Köln Sprachunterricht zu erteilen. Die Hartnack-Schule ist geboren. Er hat diese Methode schon entwickelt 1915. Und er hat seine Hartnack-Schule gegründet 1915. Mit seiner Frau Sophie entwickelt er die Idee, projizierte Filmbilder mit humorvollen Zeichnungen im Unterricht einzusetzen. Dafür engagiert er den Zeichner Manfred Schmidt, den Erfinder der Comicfigur Nick Knatterton. Für 5 Mark pro Zeichnung entstehen die Hartnack-Filmfiguren, zum Beispiel Monsieur Bourgeois, ein gutes Bild von echt französischer Gemütlichkeit. Paul Hartnack entwickelt zunächst Kurse in Französisch und Englisch. In seinem Kölner Lehrinstitut Sprachen im Film nach der Lernmethode Hartnack feilt Paul Emil Hartnack seine Methode weiter aus. Die Entwicklungen sind teuer und mühsam. Er kombiniert die Filmstehbilder mit Unterrichtsheften und Schallplatten. »1930 sichert sich Hartnack auch die technischen Nutzungsrechte mit dem Erwerb des Patents der Schalteinrichtung an Kinoprojektionsapparaten zur ruckweisen Einzelvorführung aufeinanderfolgender Bilder des Films.« Und der große Zulauf an Schülern gibt ihm recht. In den schwierigen Nachkriegsjahren wird das Lehrinstitut Sprachen im Film so erfolgreich, dass immer mehr Schulen bei ihm Lizenzen erwerben, um nach seiner Methode zu unterrichten. »1934 verlegt Hartnack den Hauptsitz der Schule nach Berlin. Bülowstraße 102 lautet die neue Adresse, ganz nah am Neuendorfplatz. Am Gebäude installiert er eine große Uhr und ein 10 Meter langes Schild mit der Aufschrift »Englisch und Französisch im Film«. Ein echter Hingucker für die Fahrgäste der vorbeifahrenden Hochbahnen.
Mit 100 Schülern, die 3 Reichsmark für 6 Stunden im Monat bezahlen, beginnt der Unterricht in der Reichshauptstadt. Doch den Nazis ist jeder Umgang mit ausländischen Kulturen suspekt. Es werden Zweifel an der Richtigkeit der Zulassung als Sprachenschule formuliert und schließlich mit Schließung gedroht. 1937 tritt Paul Emil Hartnack auf Anraten der Reichsgemeinschaft der Privatschulen e.V. der NSDAP bei, um die Schule weiter betreiben zu können. Die Schule bietet jetzt auch Kurse für das Deutsche Volksbildungswerk an und hat bald wieder 600 Schüler, 130 aus dem Bund der Mädchen und der Hitlerjugend. Im Schulgebäude Bülowstraße befindet sich auch die Atelierwohnung des Malers und Karikaturisten Rudi Stern. Hartnack beschäftigt den mit Berufsverbot belegten Halbjuden als Zeichner. Stern, ich brauche Sie. Die müssen durch. Der Rudi Stern hat gelesen, Hartnack-Schule, Fremdsprachen im Film. Und da hat er sich, der Rudi Stern war ein Spaßvogel. Da hat er sich hingestellt und hat zum Hartnack gesagt, na, das ist doch kein Film, was Sie da machen. Da müssen doch richtige Zeichnungen rein. Der Hartnack hat nur irgendeinen Menschen drin gehabt. Das ist Mr. Jack Smith. He is a tall gentleman. Dem kam es nur auf die Sprache an. Aber das Bild war ein belämmertes. Und da hat sich der Rudi Stern hingesetzt und hat gesagt, ich mache Ihnen Bilder. Ich mache Ihnen Zeichnungen für Ihren Film. Und da hat der Rudi Stern bei Hartnack Arbeit gefunden, bekam auch immer ein bisschen Geld und hat den ganzen Tag versteckt als Jude. Können Sie sich das vorstellen? Der hat immer beim Hartnack Tag und Nacht gesessen und geschlafen, Zeichnungen gemacht. Stern. Hartnack. Ich grüße Sie. Ich habe mal einen Kaffee mitgebracht. Vielen Dank. Na, wie sieht's denn aus? Ja, und dann haben wir einen Sieg. Zusammen entwickeln sie die neuen Trickfilmserien für das Kursangebot in Spanisch, Italienisch und Russisch. Rudi Stern ist ein geübter Schriftenzeichner und trifft auch mit seinen Zeichnungen gut den Ton der jeweiligen Sprache. Das ist schön. Das ist gut. Und Hartnack war es manchmal peinlich. Hartnack, das weiß ich genau, hat manchmal gesagt, lieber Rudi, nur hör auf. Das ist Christenpflicht und selbstverständlich. Die Hartnack-Schule steht weiter unter besonderer Beobachtung. Bei regelmäßigen Besuchen überprüft die geheime Staatspolizei die Regimetreue von Paul Emil Hartnack und seiner Mitarbeiter. Herein. Bitte um Entschuldigung, Herr Direktor, 2 Herren von der geheimen Staatspolizei. Heil Hitler! Heil Hitler! Herr Hitler, meine Herren. Guten Tag, Herr Hartnack. Was kann ich für Sie tun? Sie sind Parteimitglied? Ja. Seit 1937. Bitte, sitzen Sie da. Die haben voll Vertrauen. Der hat ja so ein großes Parteiabzeichen, das größte, das es gab, hat der sich angemacht und hat immer gerufen, wenn er irgendeinen anderen Genossen sah, Heil Hitler, Genosse. Heil Hitler. Und das war auffallend. Nun, Herr Hartnack, beschäftigen Sie in Ihrem Lehrkörper Mitarbeiter jüdischer Abstammung? Selbstverständlich nicht. Nun, Sie führen doch gewiss Personalakten. Selbstverständlich. Die wollen wir sehen. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, der Hartnack mit dem Parteiabzeichen versteckt Juden. Keiner. Nein. Herr Weiler? Ja, bringen Sie doch bitte mal die Personalakten. Dankeschön. Was, Herr Hartnack, unterrichten Sie in Ihrer Schule eigentlich noch außer Russisch? Französisch, Englisch, Deutsch und
Die Hartnack-Schule wird zum kriegswichtigen Betrieb mit besonderer Befürwortung des Unterrichtsministeriums erklärt. Hartnack wird aufgefordert, einen deutschen Sprachkurs für Franzosen zu entwickeln und die Errichtung einer Schule in Paris zu planen. Alle Personen ausfindig zu machen. 1943 soll Rudi Stern als Zwangsarbeiter für die Organisation Todt einberufen werden. Hartnack setzt sich beim Arbeitsamt für ihn ein und erreicht vorerst seine Freistellung. Mohlgart. Herr Simon. Herr Simon stammt aus dem Baltikum. Nun, Herr Hartnack, davon werden wir uns selbst ein Bild machen. Wir werden Ihre Personalakten mitnehmen, kontrollieren und wiederkommen. Rudi Stern wird durch die Gestapo-Aktion Hase gefangen genommen und zur Zwangsarbeit an die Front geschickt. Heil Hitler! Heil Hitler! Die tagelangen Versuche Hartnacks, seinen Zeichner wieder freizubekommen, bleiben erfolglos. Nach dem Krieg setzen Paul Hartnack und Rudi Stern ihre Zusammenarbeit fort. Am 22.11.1943 wird die Hartnack-Schule bei zwei schweren Bombenangriffen vollständig zerstört. Das gesamte Unterrichtsmaterial, Projektoren, Schallplattenmatrizen, Filmnegative sowie das gesamte Mobiliar und die sprachwissenschaftliche Bibliothek werden vernichtet. Bis zum Kriegsende findet der Unterricht in Hartnacks Privatwohnung in der Maasenstraße statt. Auch Rudi Stern findet mit seiner Frau Ursula vorerst Unterschlupf bei den Hartnacks. Berlin ist von amerikanischen, englischen, französischen und russischen Soldaten besetzt. Das Bedürfnis, Fremdsprachen zu lernen, ist wieder groß. Die amerikanische Militärverwaltung teilt Hartnack für seine Sprachschule Räume im vierten Stock der Motzstraße 5 zu. Die haben den Hartnack sehr geschätzt. Da waren ja auch einige Juden, die hier dann waren und die dann auch ausgesagt haben. Die haben dann für Hartnack auch gesprochen. Ende 1945 wird gegen Hartnack von der amerikanischen Militärregierung das Entnazifizierungsverfahren eingeleitet. Die Leitung seiner Schule muss er abgeben. Seine Mitarbeiter und jüdische Schüler entlasten Hartnack. Der Zentrumspolitiker Johannes Fest, der Hausmeister der Schule und KPD-Mitglied Johann Bröhl sowie der Zeichner Rudi Stern schildern Hartnack in ihren eidesstattlichen Erklärungen als unpolitischen Menschen, als sogenannten Muss-Parteigenossen. Das Klima in der Schule sei offen und international gewesen. Das 15- bis 20-köpfige Lehrerkollegium antifaschistisch eingestellt. Ende September 1946 wurde Hartnack vom Hauptschulamt Berlin das Betreiben seiner Schule wieder gestattet. Im völlig zerstörten Berlin fängt der 55-jährige Paul Emil Hartnack noch einmal von vorne an. Wegen seiner starken gesundheitlichen Beschwerden ist Hartnack auf der Suche nach einem fähigen pädagogischen Leiter. In dieser Zeit bewirbt sich Arthur Lauterbach als Fremdsprachenlehrer an der Hartnack-Schule. Doch der 1904 geborene Arthur Lauterbach besitzt wesentlich mehr Qualifikationen. Er hat Sprachen studiert. Er sprach Latein, Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch und Tschechisch, weil seine Mutter aus Prag kam. Arthur Lauterbach studierte Philosophie, Englisch, Französisch und Geschichte, später auch noch Recht und Wirtschaftswissenschaften. In Breslau betrieb er zwei Privatschulen, an denen er im Sprachunterricht nach der Methode Hartnack unterrichtete. 1940 wurde er Wehrmachtsdolmetscher für Französisch und leitete dann die Wehrmachtsfachschule Branitz. Und da kommt zum Hartnack. Und da sagt der Hartnack Lauterbach, Sie sind doch nicht. Das heißt, Sie sind doch kein PG gewesen. Sie sind doch nicht in der Partei gewesen.
Nein, das war mein Mann nicht. Ja, aber ich bin total verschuldet. Dazu bin ich ein todkranker Mann. Paul Hartnack stellt Arthur Lauterbach ein und überträgt ihm zunächst die englische Abteilung der Schule. Auf einem Tanzball lernt Arthur Lauterbach die junge Inge Bachstein kennen. Es wurde getanzt und mich fordert immer ein und derselbe Herr auf. Und die waren schon wütend am Tisch und sagten zu mir, tanzen Sie denn immer mit dem? Ach, sage ich, der tanzt ja wunderbar. Also ich tanze mit dem gern. Und dann sagt dieser eine Herr zu mir, mein Name ist Lauterbach, ich möchte mich Ihnen vorstellen. Ach, Sie haben den Bach am Ende. Ich hab ihn am Anfang. Wie meinen Sie? Na, Sie heißen Lauterbach und ich bin die Bachstein. Da nimmt er mich so, tanzt und sagt, lauter Bachstein. Mein Mann hat mir Herrn Hartnack vorgestellt. Und Hartnack sagte zu meinem Mann, mein Herr Lauterbach, ich billige Ihre Wahl. Ich bin ganz rot geworden. Na, das war ja, so was ist mir noch nicht passiert. Herr Direktor, Herr Lauterbach nebst Begleitung. Darf ich Ihnen vorstellen, meine Bekannte, Inge Bachstein. Mein liebes, gnädiges Fräulein, ich freue mich. Habe ich Ihnen schon erzählt, dass Frau Bachstein eine hervorragende Buchhalterin ist? Mhm. Dass sie sogar im Moment in Berlin arbeitet? Ich arbeite in der Finanzbuchhaltung. Ich denke, da ergeben sich gewisse Möglichkeiten. Das auf jeden Fall. Sie? Ja, das selbstverständlich. Sie entschuldigen mich. Herr Lauterbach, ich billige Ihre Wahl. Entschuldigen mich. 1948 kann man an der Hartnack-Schule auch die anerkannten Dolmetscherprüfungen ablegen. 1951 gründet Arthur Lauterbach ein Übersetzungsbüro und erweitert so das Angebot der Hartnack-Schule. Könnte ich da mal einen Blick reinwerfen? Es würde mich einfach interessieren. Ich bin ein Wirtschaftsmensch. Lauterbach. Der gesundheitliche Zustand von Paul Emil Hartnack verschlechtert sich weiter. Im September 1952 verkauft er die Schule an Arthur Lauterbach. Am 2. Dezember 1952 stirbt Paul Emil Hartnack in Berlin. Mein Mann war ganz verrückt mit der Methode. Der hat neue kleine Apparate, der hat die ganze Methode modernisiert. Die Lehrhefte werden überarbeitet und methodisch ergänzt, die Filme auf neue Spurweite gebracht und Sprachplatten auf Tonband gesprochen. In einer Broschüre der Hartnack-Schule hieß es, die Lehrmethode Hartnack ist dem Leben abgelauscht. Sie ist auf Anschauung aufgebaut und auf den praktischen Gebrauch der Sprache eingestellt. Sie bricht endgültig mit jeder Art von Paukerei und verzichtet auf auswendig Lernen, indem sie die fremde Sprache von der ersten Stunde an erschauen und erleben lässt. Zusammen im Chor mit mir zu sprechen. Arthur Lauterbach und Inge Bachstein reisen gemeinsam zu Bildungsmessen im ganzen Bundesgebiet und präsentieren die rund erneuerte Lehrmethode mit den kleineren und handlicheren Projektoren. Ihre konsequente Arbeit und das gute Management tragen schon bald Früchte. Es werden wieder neue Lizenzen vergeben. Die Hartnack-Schule hat wieder 400 Schüler und Arthur Lauterbach widmet sich besonders der Ausbildung von Dolmetschern, Auslandskorrespondenten und technischen Übersetzern. Durch die zusätzliche Anmietung der ersten Etage im Haus Motzstraße 5, in die auch das vergrößerte Schulbüro und die Verwaltung ziehen, expandiert die Schule weiter. Und schließlich sagte er, wir beide passen so gut zusammen und
wir werden zusammenbleiben. Und so ist es gewesen. Wir sind zusammengeblieben. Wir haben geheiratet. Und ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Inge Lauterbach wird jetzt zur wichtigsten Mitarbeiterin von Arthur Lauterbach. Die ausgebildete Kauffrau übernimmt und modernisiert den kaufmännischen Bereich der Schule. Inge Bachstein erblickt 1925 in der Berliner Charité das Licht der Welt. Nach Abschluss ihrer kaufmännischen Ausbildung wurde sie 1943 kriegsdienstverpflichtet und nach Thüringen abkommandiert. Nach Kriegsende nimmt sie zunächst eine Stelle beim Bezirksamt Berlin-Pankow an. Dann arbeitet sie als Abteilungsleiterin der Buchhaltung bei der GASAG. Zweimal in der Woche hilft sie ihrem Arthur bei den kaufmännischen Angelegenheiten der Hartnack-Schule. Ich denke, dass die Schule sich ja in ihrer Struktur sehr verändert hat. Also bis 1955 standen die Fremdsprachen im Vordergrund. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch. Das waren die 4, 5 Sprachen, die wirklich auch sehr, sehr im Vordergrund standen. Dann kam eigentlich der Schnitt. Dann kamen die Gastarbeiter und plötzlich gab es sehr viele, die Deutsch als Fremdsprache gelernt haben. Der Bau der Mauer verstärkt den Zuzug von Arbeitsmigranten nach Berlin. Die Hartnack-Schule erhält weiteren Zulauf. 1965 wurde der 40.000. und 1969 der 50.000. Schüler begrüßt. Das allseits beliebte Unterrichtswerk Deutsch für Ausländer von Schulz-Griesbach wird für Jahrzehnte fester Bestandteil des Deutschunterrichts. Die Hartnack-Schule ist wirklich für Ausländer, Deutsch für Ausländer. Ja. So war auch unser Buch. Unser Buch ist also, war das erste Buch Schulz-Griesbach, das hieß Deutsch für Ausländer. Jahrelang haben wir damit gearbeitet. Und das war nur ein kleines Buch und man brauchte keinen Rucksack wie heute, sondern man hatte seine Handtasche und da war das Buch drin. Ne? Also die grammatische Progression war sehr gut. Man konnte also theoretisch sehr gut mit diesem Buch lernen, aber man lernte nur Grammatikregeln. Karl Rolle, seines Zeichens Schokoladenfabrikant, baut am Nollendorfplatz ein 12-geschossiges Geschäftshaus. Um die mittlerweile viel zu klein gewordenen Räumlichkeiten in der Motzstraße zu entlasten, mietet die Hartnack-Schule 3 Etagen im Nolle-Turm an. In den 70ern werden die Prüfungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache entsprechend den Vorgaben der Berliner Universitäten neu gestaltet. Dadurch werden die Zertifikate der Hartnack-Schule von allen Universitäten in ganz Deutschland anerkannt. Da hatte ich zum Beispiel die Gruppe mit meinen Priestern. Das war 72. Ja, ich kann mich erinnern, da war gerade die Olympiade und diese furchtbare Geschichte in München. Und wie wir da diskutiert haben, eben auch mit den Priestern über dieses Problem. Es hat ja angefangen mit den ersten Kursen 1974 etwa. Es waren diese Boat People aus Vietnam, da gab es die ersten Kurse für vietnamesische Flüchtlinge. Das waren so die ersten Kurse in diesem Bereich. Die wurden vom Arbeitsamt finanziert. So dass ich dann in den 75, 76 bis 80, 81 ungefähr Klassen mit 25 jungen Türken vor mir hatte. Arthur Lauterbach ist durch einen schweren Herzinfarkt sehr geschwächt. Jetzt rückt Inge Lauterbach weiter in den Vordergrund. Sie übernimmt neben ihrer Leitung der Rechnungs- und Mahnabteilung die Kurs- und Vertretungsplanung. Auch die Bewerbungsgespräche führt sie jetzt durch. Am 26.02.1981 erliegt Arthur Lauterbach mit 77 Jahren einem weiteren Herzinfarkt. Die Hartnack-Schule verliert einen prägenden Kopf, der die Schule fast 35 Jahre leitete
und sie zu Berlins größter und erfolgreichster Sprachschule formte. Also die Zeit war für die Schule eher eine sehr, sehr schwere Zeit. Klar, es fehlte jetzt der Direktor, es fehlte der Geschäftsführer, es fehlte Arthur Lauterbach. Das, die Lücke, die er hinterlassen haben muss, die wird groß gewesen sein. Denn er ist ja nicht, bis zuletzt hat er aktiv in der Schule gearbeitet. Er ist ja quasi durch einen Herzinfarkt von heute auf morgen aus dem Schulalltag herausgerissen worden. Sein Tod kam wirklich für alle überraschend. Meine Mutter war völlig verzweifelt. Sie war durch den Tod absolut am Boden zerstört. Gerade auch zu Zeiten vom Arthur Lauterbach. Der hat immer gesagt, wir hatten Krieg, wir haben Armut und wir müssen helfen. Und das war sein Satz, wir müssen helfen. Und wir haben geholfen. Den Bogen wieder geschlossen, indem sie sagt, so, ich muss hier in der Schule tätig sein, ich muss die Schule weiterführen im Sinne von Arthur. Und ich glaube, viele Energien, die sie in Trauerarbeit gesetzt hätte, hat sie in die Schularbeit umgeleitet. Das war das Glück der Hartnack-Schule. Sie hat das sehr geschickt gemacht. Sie hat einen Kreis von Lehrern um sich geschart. Zum Beispiel Herr Sprenger, der in den Jahren der pädagogische Leiter war und der die Schule, wie ich rückblickend sehe, auch sehr gut in diesem Bereich geführt hat. Also die ist da sehr, sehr kreativ und sehr engagiert, loyal auch eingegeben, hat meiner Mutter da wirklich auch eine wichtige Beraterfunktion zukommen lassen. Ich glaube, ohne diese Berater, ohne diese Lehrkräfte, die auch heute noch zum Teil tätig sind, wie Herr Sprenger, wie Frau Gerking, wie Frau Gemayi, wie Herr Steinhoff, wie Herr Leska, gibt eine Reihe von Mitarbeitern, die heute noch tätig sind, hätte es meine Mutter seinerzeit so nicht geschafft. Unter der Führung von Inge Lauterbach expandiert die Schule weiter. Unermüdlich präsentiert sie die Hartnack-Schule auf Weiterbildungsmessen und erschließt neue Schülergruppen. Boomte die Schule. Die Regierung Kohl hatte damals in den 80er Jahren das Aussiedlerprogramm aufgelegt. Das bedeutete, dass viele deutschstämmige Polen nach Deutschland ausgesiedelt wurden. Die mussten natürlich einen Sprachkurs besuchen. Und da die Hartnack-Schule damals schon ziemlich bekannt war in Berlin, haben die meisten an der Hartnack-Schule Deutsch gelernt. 1988 wird Henning Lauterbach als Dozent für Deutsch als Fremdsprache eingestellt. Mit eigenen Worten zusammenzufassen. Fünf Jahre später, am 1. Oktober 1993, übergibt Inge Lauterbach ihm das Amt des Schulleiters. Zusammen mit den Dozenten entwickelt der neue Schulleiter nicht nur die Unterrichtsmaterialien weiter, neue Kurse werden konzipiert und die Universitätsvorbereitungskurse werden zu einem wichtigen Standbein der Schule. Deutsch als Fremdsprache ist der Renner der Hartnack-Schule. Es gibt verschiedene Prüfungen, die hier an der Hartnack-Schule abgenommen werden. Einmal gibt es die Zertifikate der Hartnack-Schule. Die Prüfungen wurden von der Prüfungskommission der Hartnack-Schule entworfen, entwickelt und hier eingesetzt von A1 bis C2. Diese Prüfung machen hauptsächlich die Leute, die an die Universitäten gehen wollen. Dann gab es im Jahre 2000 die Zertifizierung, das war ein ganz wichtiger Prozess. Ging es darum, dass die Schule zertifiziert worden ist und die Schule bekam eine richtige Struktur mit einer bestimmten Hierarchie, die ja vorher eigentlich nur auf Inge Lauterbach ausgerichtet war. Jetzt gab es eben neben Inge Lauterbach, Henning Lauterbach, eben andere Dozenten, die herausragende Verantwortung übernommen haben. Im Jahr 2002 gründet Inge Lauterbach die gemeinnützige Lauterbach-Stiftung mit dem Ziel, hochbegabte und sozial schwache Kursteilnehmer der Hartnack-Schule zu fördern. Arthur, wir hatten, wenn wir 15 Schüler in der Klasse hatten, die bezahlt haben,
hatte mein Mann immer 3. Ach Gott, Inge, die können nicht zahlen, die haben gar keine Mittel, die haben nicht. Und damit die überhaupt lernen, haben wir die umsonst ausgebildet. Und das war der Gedanke, warum machen wir nicht eine Stiftung? Wladimir Wrenka, herzlichen Glückwunsch. Danke. Die Auszeichnung. Oh. 2000 ist die Schule zertifiziert worden. Und da wurde auch deutlich eigentlich die Politik, die die Hartnack-Schule hat, eben weniger Honorarkräfte zu beschäftigen, sondern mehr Angestellte Verhältnisse zu haben. Das rechnen wir auch dann Frau Lauterbach und eigentlich, wenn man noch weiter zu rückgeht, Herrn Lauterbach an, dass Lehrer eine feste Anstellung haben. Und das war eigentlich auch seit der Zertifizierung klar, dass es auf diesem Weg bleiben würde. Und ein Gesichtspunkt war eben auch, dass zu einem zertifizierten Betrieb mit Angestellten, mit 60 damals, jetzt 100, ein funktionierender Betriebsrat dazugehört. Nun kam der Betriebsrat 2005. Ich denke, dass die Mitarbeiter sich damals sehr stark durchringen mussten, um den Betriebsrat aus ihrer Mitte zu bilden. Und am Anfang war meine Mutter genauso wie erwartet natürlich ganz vehement gegen einen Betriebsrat. Ich habe erkannt, dass die Betriebsräte, die auch dann gewählt worden sind, wirklich die Interessen der Schule vertreten und natürlich auch der Mitarbeiter vertreten und dass sie keine Gefahr für die Schule sind. Das war ein kurzes Spannungsverhältnis mal da, aber letzten Endes hat dann auch damals Frau Lauterbach die Existenz des Betriebsrats akzeptiert und wir haben dann auch mit Frau Lauterbach so ab 2006, 2007 ein sehr vertrauensvolles Verhältnis gefunden. Im Rahmen des neuen Zuwanderungsgesetzes werden die Integrationskurse eingeführt. Deutsche Sprachkenntnisse bis zum Niveau B1 und allgemeine Kenntnisse der deutschen Geschichte, Kultur und Gesellschaft werden hier vermittelt. Dann wurde das System völlig neu gestaltet. Es gab ein neues Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es gab dann diese Integrationskurse. Und die waren natürlich staatlich viel stärker auch reglementiert. Sie wurden oder werden auch noch sehr stark kontrolliert. Für uns war das klar, dass wir in der Tradition auch bleiben wollten, weil wir eben, also als ich in die Schule eingetreten bin, Ende der 80er Jahre, gab es etwa 80% Arbeitsamtkurse. Und das waren eigentlich die Vorläuferkurse für die Integrationskurse. In den Jahren dann 1990 bis 2005 hat sich das Verhältnis völlig verändert. Es gab immer weniger Integrationskurse, es gab immer mehr private Kurse. Also das ist auch eine sehr interessante Entwicklung. Wenn wir mal so prozentuale Angaben heranziehen, dann gab es so bis 2000 etwa ja, 80% Integrationskurse, 20% Privatkurse. 2000 bis 2005 war das Verhältnis genau umgekehrt. Seit 2008 bietet die Hartnack-Schule auch berufsbezogene Deutschförderung im Rahmen des ESF-BAMF-Programms an. In Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Wirtschaft Berlin-Brandenburg verbinden sich Deutschunterricht, berufliche Qualifizierung und Praktikum. Die Kurse dauern ungefähr 5 Monate und in den ersten 4 Monaten lernen die Teilnehmer Deutsch, aber auch Berufskunde, Bewerbungstraining machen sie, es gibt EDV, es gibt Mathematik und der letzte Monat ist immer ein Praktikum. Ziel der Kurse ist es eigentlich, dass der Teilnehmer am Ende im Berufsleben landet. Das ist die Vorgabe. Dementsprechend werden die Schüler profiliert, das heißt, sie werden eingestuft auf die Niveaustufe, auf der sie gerade sind. ESF geht nur mit Partnern, das kann man nicht alleine machen. Und wir haben dann in Berlin Süd und Berlin Nord, das waren die beiden Fördergebiete, haben wir Partner gefunden, zum Beispiel das Bildungswerk Berlin Brandenburg in Berlin-Charlottenburg und haben von dort auch sehr viel Know-how übernehmen können. Beispiel Indonesien. Gibt es schon seit also 50 Jahren eigentlich Beziehungen zwischen der Schule und dem Bereich in Jakarta, Indonesien. Und die Beziehung wurde vor 10 Jahren wurde sie erneuert durch die Bitte, dass die Hartnack-Schule dorthin fliegt und Prüfungen abnimmt. Das haben wir sehr oft gemacht, 7, 8 Mal inzwischen.
Und das lief an sich sehr, sehr gut. Und das ist ein Modell, was ich auch übertragen sollte auf andere Länder. Wir sind dabei, dieses Netzwerk, was ich schon erwähnte, sollte auf diese Auslandsprüfung ausgeweitet werden. Und es gibt mindestens 3, 4 Länder, die sich auch bei uns jetzt erkundigt haben, ob wir bereit sind, dort Prüfungen abzunehmen. Es geht um die Prüfung, das ist das Entscheidende. Die Unterrichte, klar, die laufen dort, aber man braucht eben ein Zertifikat, eine anerkannte Schule, um diese Unterrichte auch erfolgreich abzuschließen. Sie ist auch eine sozial engagierte Frau. Sie hat auch diese Lauterbach-Stiftung in Leben gerufen und sie war karitativ sehr engagiert auf dieser Ebene. Sie hat sehr viel für die UNICEF mitgespendet und entsprechend wurde sie dann mit Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Und ja, ich denke, dass sie ja, auf diese Sachen gar nicht gewartet hat. Sie war sehr gerührt, als sie das mitgekriegt hat. Und ich war auch dabei im Bürgermeisteramt in Schöneberg, als sie ihr dieses Bundesverdienstkreuz überreicht worden ist. Nach 65 Jahren in der Hartnack-Schule überträgt Inge Lauterbach 2013 die Inhaberschaft der Schule an ihren Sohn Henning. Nach einem Jahr zieht sie sich nach einem schweren Schlaganfall ins Privatleben zurück. Aber die Verbindung zwischen Schule, Privatleben, die war einfach so stark, dass da eine gewisse Dynamik eingetreten ist, dass Herr Kisch eben doch in der Schule präsent ist, er ist verankert, er ist zurückhaltend, er ist im Bereich Personalwesen tätig und er wird auch in der Zukunft in der Schule eine wichtige Rolle einnehmen, das ist ganz sicher, er hat gute Ideen, er ist kein Lehrer, klar, er ist mehr Verwaltungsmensch von der Ausbildung her gesehen, er hat gute Ideen, er hat einen sehr guten Menschenverstand, also ich muss ehrlich sagen, ich treffe meine Entscheidung natürlich selbst verantwortlich, allein verantwortlich, aber es gibt einige wichtige Entscheidungen, die ich erst dann getroffen habe, nachdem ich mich mit Kisch beraten habe. Ja, als Lebenspartner ist es einfach zu sagen, dass er seinen Beruf sehr liebt, dass er sehr, sehr, sehr für die Hartnack-Schule sich einbringt. Und ich stärke ihn auch, seinen Rücken, dass er das auch machen kann. Ich habe es von Anfang an akzeptiert und ich wusste, dass ihm das sehr am Herzen liegt. Er ist ein sehr gerechter Chef und ein guter Freund. Im Schulbüro beraten mehrsprachige Mitarbeiter die Schüler individuell und umfassend zum Unterricht und zur Kursauswahl. Hier erhalten die Teilnehmer stets aktualisierte Informationen und Unterrichtsmaterialien. Heute ist die Hartnack-Schule die größte und angesehenste Berliner Sprachenschule. An den 4 Standorten im Zentrum Berlins finden täglich über 60 Kurse statt, die regelmäßig von über 2000 Schülern besucht werden. 80 hochqualifizierte Lehrer unterrichten Deutsch als Fremdsprache auf allen Niveaustufen. Zum erweiterten Angebot gehören Englisch und Business-Englisch. Heute haben wir so eine Balance gefunden. 60% Selbstzahler, 30% Integrationskurse, 10% ESF-Kurse. Das ist eine sehr gute Mischung. Unterschiedliche studienvorbereitende Kurse, Integrationskurse, Orientierungskurse, ESF-BAMF-Kurse sowie spezielle Deutschkurse für Mediziner bilden das breite Angebot der Hartnack-Schule. In den modernen iPad-Klassen des 2015 eingerichteten Test-DAF-Zentrums findet der Unterricht zur Erlangung des anerkannten Sprachnachweises für den Hochschulzugang statt. Ich bin überzeugt davon, dass die Qualität der Schule wirklich deshalb so gut ist, weil die Lehrer so gut sind. Still learning now, okay? Wir haben einen sehr hohen sozialen Anspruch. Also unsere Dozenten sind nicht nur Lehrer für Deutsch oder für Englisch, sondern eben auch
auch Ansprechpartner für unsere Teilnehmer, für die Migranten, für die Studenten. Da gibt es so viele soziale Fragen, die auch am Rande des Unterrichts gelöst werden. Ich denke, man kann sagen, jeder Lehrer ist auch an der Hartnackschule ist auch ein Sozialpädagoge. Es wird immer wieder gesagt, die Hartnackschule hat in Berlin, das habe ich mehrmals gehört, eigentlich die beste pädagogische Qualität. 2015 haben fast 250.000 Schüler die Hartnackschule besucht. Wir feiern 100 Jahre Qualität mit Tradition. Wir feiern 100 Jahre Hartnackschule. Herzlichen Glückwunsch. Boldog születésnapot kívánok! Hamosalek, bachosi! Najlepsze pozdrowienia! Eid Milad Said! Kul aam, untu bkhair! Serdeczne pozdrowienie! Vidyalay ke sthapna divas ki bahut bahut sari badhaiya! Pozdravlyaya s dnyom rozhdeniya! Feliz cumpleaños! Mutlu yillar! Happy birthday! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Hartnackschule! Wir müssen alle schön hier den Platz aufbauen.